Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus. Wir spielen heute Eldegoss oder wie ihr seht gerade noch Bebegoss. Willst du mich verarschen? Das ist das vierte Match, was ich aufnehme. Vielleicht das erste, was ihr seht. Der Lucarius AFK. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's abgesnackt. Ich kann nicht alleine. Zeraora, ich weiß nicht, was du dir denkst. Aber viel ist es nicht. Ich bin schon wieder als Heiler alleine. Das ist das vierte Match. Und er stirbt, lass mich raten. Können wir jetzt bitte einfach normal spielen? Danke. Ich werde dich nicht heilen können. Ich bin Level 3. Wir haben nichts bekommen. Und er lässt sich töten, oder was? Könntest du bitte... Ja, und er wird durchkommen, weil dieses scheiß Goschel-Doppeldinger ist. Erst in 200 Sekunden aufgeben. Ich habe keinen Bock mehr, immer alleine gelassen zu werden als Heiler. Was soll ich tun? Relaxo kommt. Im Jungle ist keiner. Danke, dicker Freund. Weißt du was? Fuck alle anderen. Pushen eigentlich mega dumm, weil die sollten mega gelevelt sein. Ja! Oh Gott, manchmal funktionieren Dinge. Frag mich nicht warum, aber es klappt. Können wir gehen? Jetzt kann er mich, weil er eh nicht hinkommt. Soll er abgeben? Wir sollten nicht nebeneinander stehen mit dem scheiß Pikachu. Ich muss mich kurz selber heilen. Wäre cool, wenn du mir nicht die Dinger hinterher wirfst. Die kriegen unten nichts geschissen. Die Katze ist halt schon hier. Ganz ehrlich, wann immer ich einen Zeraora-Spieler sehe, weiß ich, das wird nichts. Krieg ich das auf? Cool. Die fangen Rotom an. Die fangen Rotom hart an. Das schaffe ich nicht alleine. Tatsächlich schaffe ich das einfach überhaupt nicht. Ja gut, ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast, Relaxo. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was unser Team macht. Ich gehe mal ganz stark vom klassischen gar nichts aus. Ja, ich gehe vom... Wenn ich könnte, würde ich versuchen, der Katze weh zu tun, anstatt ihr jetzt zu helfen. Ihr macht das, ich muss leider farmen. Ich weiß, voll doof!
Ich kann, es ist wie gesagt mein viertes Match, in dem ich alleine gelassen werde vom Team. Ich kann jetzt auch so wie nichts mehr sagen. Kata lässt sich wieder töten. Ich weiß nicht warum. Lucario macht's ähnlich. Das steht aber in den Gegnern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne, eigentlich können wir nur Dreadnought absnacken. Ja, danke Terminus. Muss jetzt trotzdem gehen. Danke Lucario, dass du geholfen hast. War super geil einfach. Wie du das gemacht hast mit dem Nicht-Dasein und allem. Das wollte ich nicht. Er hat sich wieder töten lassen. Habe ich gar nicht kommen sehen. Ich habe keine Ulti jetzt leider. Dreck, Schild, los geht's. Oh cool, der Sterbehase kommt. Nee, halt, das ist nicht der Sterbehase. Der Katastrophe. Du, ich bin mir eigentlich unsicher. Okay. Ja, gehen wir. Lohnt sich nicht. Woher ich das weiß, es lohnt sich nie, mit diesem scheiß Rotom mitzupushen. Ja, cool. Es ist halt unglaublich. Lucario kämpft gegen Gardevoir und verliert. Das sollte eigentlich niemals passieren können. Aber man sieht es hier live. Ein Lucario hat keine Chance gegen Gardevoir. Die sind zu dritt gegen dieses Gardevoir und der Hase ist fast gestorben. Wie geht das? Ich bin schon wieder nur Level 11. Werde ich überhaupt Level 12? Und die kriegen halt Dreadnought nochmal. Das Schlechte daran ist, die gewinnen halt hart. Ja, Lucario, da bist du ja gut ins Tor gelaufen, so wie man halt muss. Aber die haben zumindest das Ding nicht bekommen. Relaxo. Und wer steht da allein in der Mitte? Wieso? Fickt euch alle, das kann nicht wahr sein. Ja, Lucario, viel Spaß beim Durchrennen. Ich gehe nach Hause. Mein Gott, ey. Das war trotzdem kein gutes Match. Wir gewinnen. Aber trotzdem kein gutes Match. Ich wurde wieder als Heiler alleine gelassen. Von einem Kater, der eindeutig nicht weiß, wie man lanet. Ich frage mich, ob er weiß, wie jemand jungelt. Der wollte halt sofort. Niemand hat ihm den Jungle weggenommen. Er hat gesagt, bevor irgendjemand sagte, ich will in den Jungle, hat er gesagt, ich gehe Top-Lane mit dem Heiler. Und was macht er als erstes? Den Heiler alleine lassen, um zu scoren, sterben, gehen. Danke. Das war meine PowerPoint-Präsentation. Das schwarze Loch. Habt ihr jetzt echt alle nicht geblickt, dass wir zwei fucking Tore haben? Jetzt ist es zu spät.
Kein gutes Match. Kein gutes Match. Das wird auch nicht mein erstes Kotomi-Match sein, was ich hochlade. Aber ich will euch auch nochmal zeigen, was für Leute rumrennen. Ich bin ein Heiler. Ich gehöre nicht allein auf eine Lane. Ist schwierig für mich. Naja. Falls es euch gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Bis beim nächsten Mal wieder. Weißt du was? Ja, haben wir gut gemacht. Terminus raus, bis dahin. Bye bye!